Hier in diesem Tutorial erstellen wir eine Auswahlabfrage mit dem Assistenten. Basis der Abfrage soll die Tabelle Ausgänge sein. Aufgabenstellung der neuen Abfrage ist, es sollen drei Spalten im Ergebnis der Abfrage ausgegeben werden. Die Artikelnummer, Summe von Anzahl Einheiten und die Anzahl von Ausgänge. Das heißt, es werden pro Artikel die Anzahl der Einheiten summiert und zusätzlich die Anzahl der Datensätze angezeigt. Abgespeichert wird die neue Abfrage dann unter dem Namen QRY Summe der Ausgänge. Bevor Sie diese Aufgabe in Angriff nehmen, löschen wir aber noch drei Datensätze. Diese hatten nur demonstrativen Charakter und gehören nicht in unsere Datenbank. Um die ersten beiden Datensätze zu entfernen, öffnen Sie hierzu die Tabelle Artikel in der Datenblattansicht. Klicken Sie auf den Zeilenkopf des Datensatzes, den Sie löschen wollen. Im Beispiel ist dies der Datensatz mit der Artikelnummer ALG-007. Drücken Sie nun die Entfernen-Taste auf Ihrer Tastatur. Die erscheinende Nachfrage bestätigen Sie im Anschluss, indem Sie auf die Schaltfläche Ja klicken. Der Datensatz wurde entfernt und ist auch nicht wiederherstellbar. Deshalb wird auch oben im Menüband die Schaltfläche rückgängig abgeblendet dargestellt. Löschen Sie auf dieselbe Weise den Datensatz mit der Artikelnummer EDV-005. Den dritten Datensatz in unserem Beispiel löschen Sie im geöffneten Formular FRM-Artikel. Dieses Formular wurde, wie Sie sicherlich noch wissen, auf Basis der Tabelle Artikel erstellt. Nach dem Öffnen des Formulars lassen Sie sich den Datensatz anzeigen, den Sie löschen wollen. Hier im Beispiel ist dies der Datensatz mit der Artikelnummer ALG-008. Klicken Sie dann links auf den sogenannten Datensatzmarkierer und drücken danach die Entfernen-Taste auf Ihrer Tastatur. Bestätigen Sie auch hier wieder die Nachfrage für das endgültige Löschen des Datensatzes, indem Sie auf die Schaltfläche Ja klicken. Daraufhin schließen Sie das Formular. So, jetzt können wir uns endlich der Erstellung der Abfrage widmen. Die Aufgabenstellung wird Ihnen hier im Laufe der Abarbeitung der Aufgabe eingeblendet. Um die Abfrage mit dem Auswahlabfrageassistenten zu erstellen, klicken Sie auf das Register Erstellen und wählen unter der Gruppe Abfragen den Abfrageassistent per Mausklick aus. Im Dialogfeld Neue Abfrage wählen Sie den Abfrageassistenten und klicken danach auf OK. Unter Tabellen Abfragen wählen Sie aus dem Listenfeld die Tabelle Ausgänge aus. Fügen Sie nun die Felder Artikelnummer und Anzahl Einheiten der rechten Liste für die ausgewählten Felder hinzu. Danach klicken Sie auf Weiter. In diesem Schritt des Assistenten wählen Sie unter der Frage, ob Sie eine Detail- oder Zusammenfassungsabfrage ausführen möchten, die zweite Option der Zusammenfassung aus. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassungsoptionen. Geben Sie an, welche Werte berechnet werden sollen. Unter Anzahl Einheiten aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen bei der Option Summe. Fällt nur noch das Zählen der Datensätze in der Tabelle Ausgänge. Aktivieren Sie hierfür ebenfalls das entsprechende Kontrollkästchen. Bestätigen Sie mit OK und klicken anschließend auf Weiter. Geben Sie der Abfrage hier in diesem Schritt des Assistenten den Namen QRY Summe der Ausgänge. Nun brauchen Sie nur noch auf die Schaltfläche Fertigstellen klicken und die Abfrage wurde erstellt und wird in der Datenblattansicht angezeigt. Passen Sie hier nun die Spalten an die optimale Breite an. Wechseln Sie danach in die Entwurfsansicht der Abfrage. Schauen Sie sich hier vor allem unten den Entwurfsbereich an. Interessant ist hier in der Zelle Funktion, wie Access Ihre Einstellungen im Abfrageassistenten umgesetzt hat. Die Spalte Artikelnummer wurde gruppiert. Bei der Spalte Summe von Anzahl Einheiten steht die Funktion Summe und bei der Spalte Anzahl von TBL-Ausgängen steht Ausdruck. Jetzt sehen Sie auch schon den großen Vorteil, warum für eine solche Abfrage am besten der Assistent eingesetzt wird. Hätten Sie nämlich diese Abfrage manuell, also lediglich über den Abfrageentwurf, realisieren müssen,
wäre die Ausführung um einiges komplizierter gewesen. Wahrscheinlich wären Sie hier schon an die Grenzen Ihrer Fähigkeiten gestoßen. Also besser ist, Sie benutzen in einem solchen Fall dann einfach den Abfrageassistenten, dieser führt Sie dann schrittweise und systematisch ans Ziel. Schließen und speichern Sie nun die Abfrage. Erstellen Sie nun eine einfache manuell erstellte Abfrage auf Basis der Tabelle Eingänge. Erzeugen Sie nun eine Abfrage, die alle ETV-Artikel für das Jahr 2014 anzeigt. Orientieren Sie sich hier an der eingeblendeten Abbildung. Pausieren Sie das Video und versuchen Sie, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Na, hat's geklappt? Hier nun die Lösung zum Vergleichen. Ziehen Sie die Felder Artikelnummer und Eingangsdatum in den Entwurfsbereich. Sie können auch, anstatt das Feld in den Entwurfsbereich zu ziehen, einen Doppelklick auf das Feld in der Feldliste machen. Auch dann wird das entsprechende Feld im Entwurfsbereich aufgenommen. Haben Sie versehentlich ein Feld zu viel aufgenommen, markieren Sie die entsprechende Spalte. Achten Sie, bevor Sie die Spalte durch einfaches Klicken markieren, auf den Mauszeiger. Dieser muss einen senkrecht nach unten weisenden Pfeil aufweisen. Ist die Spalte markiert, entfernen Sie diese ganz einfach, indem Sie die Taste Entfernen auf Ihrer Tastatur drücken. Bei der Zeile Kriterien der Spalte Artikelnummer geben Sie folgenden Ausdruck ein. Anführungszeichen, ETV großgeschrieben, Sternchen, Anführungszeichen. Danach drücken Sie die Eingabetaste. Access ändert Ihre Eingabe in den Access-eigenen Ausdruck, wie, Leerzeichen, Anführungszeichen, ETV großgeschrieben, Sternchen, Anführungszeichen, um. Damit haben Sie eingestellt, dass nur noch alle ETV-Artikelnummern berücksichtigt werden. In derselben Zeile als im Kriterienfeld der Spalte Eingangsdatum geben Sie dann folgenden Ausdruck ein. Sternchen 2014. Nach der Eingabe drücken Sie wieder die Eingabetaste. Der Ausdruck wird von Access in wie Leerzeichen, Anführungszeichen, Sternchen, 2014, Anführungszeichen umgewandelt. Das Sternchen im Ausdruck steht für beliebige Zeichen vor der Jahresangabe 2014. Das heißt, es werden alle Daten berücksichtigt, die das Jahr 2014 beinhalten. Führen Sie nun die Abfrage aus, indem Sie in die Datenblattansicht wechseln. Voilà, das hat ja prima geklappt. Es werden nur noch die Datensätze angezeigt mit allen ETV-Artikelnummern, die als Eingangsdatum das Jahr 2014 aufweisen. Schließen Sie die Abfrage, klicken dann auf Ja und vergeben den Namen QRY Eingänge ETV-Artikel 2014. Bestätigen Sie nach der Eingabe des Namens mit OK. Links im Navigationsbereich wird daraufhin das neu erstellte Datenbankobjekt angezeigt. Im nächsten Tutorial erstellen wir zur Übung nochmals ein berechnetes Feld. Hierbei erfahren Sie noch etwas mehr Details im Umgang und der Bearbeitung solcher Felder.